Was ist denn passiert? Warum schreist du denn so laut? Ist alles in Ordnung? Nee, nix ist in Ordnung. Bestohlen hat man mich. Am helllichten Tag. Furchtbar. Ja, mein ganzer Geldbeutel. Alles verschwunden. Gerade wollte ich auf den Markt. Die sind auch überall. Kinder, die zum Stehlen erzogen werden. Weil das Geld zum Essen nicht da ist. Furchtbar. Furchtbar. Schwester, setz dich doch zu uns. Danke. Was kann ich dir auf diesen Schrecken zu trinken anbieten? Ein Gläschen Fruchtbrand, Herr Hoffmann? So, bitteschön. Danke. Und? Besser? Ja, danke schön. Gut. Dürfte ich um deines Restbrot bitten, gnädiger Herr? Du siehst hungrig aus. Hast du heute wohl noch gar nichts gegessen, was, mein Junge? Nein. Komm, setz dich. Na komm, setz dich. Das ist für dich. Herr, hab Dank für Speis und Trank. Amen. Amen. Hast du denn noch Geschwister? Meine Mutter hat 7 Kinder zur Welt gebracht. Und auch 5 davon mussten sterben. Nur mein Bruder und ich haben überlebt. Und deine Eltern? Auch nicht. Ich muss weiter, lieber Herr. Warte! Warte! Hier, das ist für dich. Gott segne dich, mein Junge. Es schmerzt mir das Herz, ein Junge diesen Alters in solchen Lebensumständen zu sehen. Er ist sich selbst überlassen. Er hat keine anderen Möglichkeiten, als sich dem Bettel hinzugeben. Ein Müßiggänger. Oder gar Dieb zu werden. Wenn ich ein vermögender Mann wäre, ich würde ein Haus für solche Kinder erbauen, in dem sie ernährt und erzogen werden würden und wo sie ein Handwerk erlernen könnten. Aber so ist es mir leider nicht möglich. Was ist das? Ein 24-Kreuzer-Stück. Ja, das sehe ich. Lassen Sie diesen Gedanken nie mehr fahren, für diese Eier ein Haus zu bauen. Ja, er hat recht. Was willst du, dass ich tue? Eine Anstalt. Eine Anstalt zu erbauen für arme, verlassene
und verwaiste Kinder, indem sie ganz unentgeltlich oder gegen sehr geringes Kost- und Kleidergeld zur Erziehung aufgenommen werden sollen. Punkt. Da aber die Gemeinde ohne Unterstützung die bedeutenden Kosten nicht wird aufwenden können, wolle sie den Willen Gottes, daraus erkennen, ob sich wohl mehrere Menschenfreunde hingerissen fänden, dieses Vorhaben durch Gaben und Subskriptionen zu unterstützen. Punkt. Das will ich aufhängen und sehen. Und ich habe gesehen. Bald waren 4.589 Gulden beisammen und die Kinderrettungsanstalt konnte gebaut werden. Viele Edelsteine verwandelten sich in Mauersteine. Und ihr Gold in Holz, ihr Silber in Eisen. Handwerker brachten die Erzeugnisse ihres Kunstfleißes. Und die Landleute die Früchte ihrer Äcker. Zarte Hände die Arbeiten ihrer Nadeln. Selten verließ ein Gast unser stilles Tal, ohne durch eine Gabe die werdende Anstalt zu unterstützen. Am 9. November 1823 fand die Einweihung des ersten Bauabschnittes der Kinderrettungsanstalt und der Einzug der ersten 10 Kinder statt. Das Losungswort für diesen bedeutenden Tag lautete: Du tust deine Hand auf und erfüllest alles, was lebet, mit Wohlgefallen. Und wahrlich, das tut es weit über mein eigenes Leben hinaus. Dieser Kreuzer war ein Spielzug, wie ein Ball, der mir zugespielt wurde. Es lag an mir, ihn aufzunehmen, ihn weiterzugeben, etwas daraus zu machen. Ich werfe dir diesen Ball zu. Fängst du ihn? Was machst du daraus? Das Herz klopft. Kannst du es hören? Den Puls. Den Puls der Zeit. Es ist deine Zeit. Aus einem werden viele. Eine Gemeinschaft. Ein Herzschlag. Ein Ziel. Die Diakonie Korntal. Das sind wir.